Herzlich willkommen zu einer malenden Herzensbegegnung mit Gott. Ich wähle eine einfache Form, ein Herz, und male das jetzt aus mit einer Aquarellfarbe und ich schön feucht auftrage, also das Blatt schön feucht ist noch, damit die Tupfen, die ich jetzt drauf tue, schön können verlaufen ineinander rein. Ich wähle einfach die Farbe, die ich gerade Freude habe, darauf zu tun. Und überlege nicht viel. Ich geniesse, wie die Farben verlaufen. Und während ich so male, kommt mir der Gedanke von Wachstum. Ich sehe in meinem Inneren einen Garten. Aus meinem Herz heraus, den ich hier ausgemalt habe, soll ein Garten wachsen. So eine starke, grosse Baum und Blumen. Mein Herz sehe ich aus fruchtbarem Boden, wo Wachstum ermöglicht. Ich ergänze mit einer Person, die hier auf dem Herz liegt. Das bin ich, mir gehört das Herz. Und wenn ich so darüber nachdenke, über das Herz, kommt mir der Sinn, dass doch in der Bibel auch etwas steht, dass wir unser Herz sollen hüten, über unserem Herz sollen wachen. Ich schlage in der Bibel nach und suche, wo auch der Vers ist. Und ich finde ihn in den Sprüchen und schreibe ihn mir auf mein Bild. Mehr als alles andere hüt dein Herz, denn aus ihm strömt dein Leben. Sprüche 4, Vers 23. Ich liege hier auf meinem Herz, nachdem dass ich meine Gartenarbeit gemacht habe, nachdem dass ich mein Herz gepflegt habe, genieße ich die Früchte von meiner Arbeit im Ruhe. Leg mich hin, wache, geniesse, freue mich, dass Gott mir hilft, mein Herz zu hüten, dass er es reinigt und mir zu einem Gartenherz geholfen hat, wo Wachstum darf stattfinden. Ich mache eine Runde durch meinen Garten und ergänze die Punkte und Striche, die mir noch fehlen. Und pflege meinen Herzensgarten. Es würde mich riesig freuen, wenn ich dich mit dem Video dazu inspirieren konnte, dass du deine eigene Herzensbegegnung mit Gott im Malen ausprobierst.